Wobei ich nicht weiß, welche besser ist, weil die geben ja beide nur Spinnenseide und Spinnenaugen ab. So. Und raus. Mal sehen, ob es noch ein bisschen dauert, bis es zufriert. Aber normal dauert das ja nicht so lange. Ein Tauchgang ist immer schon gefährlich. Der ist da, hinter dieser Wand. Guckt, da ist schon wieder Eis und hier nicht. Vielleicht nicht genug Fläche oder so. Ah, da ist schon wieder direkt Eis. Auf jeden Fall ist das jetzt mal ruhiges Wasser hier drunter. Und das müsste ja eigentlich. Oh. Ach Gott, ihr Spinnen nervt. Ja, das müsste eigentlich gefrieren, weil hier das hat schon drei zu. Ja, ist auch stehendes Gewässer. Naja, naja. Ich glaube, wenn ich hier eins kaputt mache, gehen die. Entweder alle kaputt. Oder sie bilden sich nicht mehr neu. Wäre natürlich schade. Sieht nämlich aus wie ein Riesensprungbrett. Und da kann man dann. Hua! Haha! Oh, ich brauche ein Bett. Damit ich ja wieder wegkomme. Sekunde. Da ist Wasser. Da war ich das letzte Mal runtergesprungen. Geronimo! Jetzt Sprint-Slalom zwischen den Zombies durch. Und ein Skelett. Und ein Creeper. Ja, sobald die da hinten nicht spawnen können, tauchen die alle hier auf, oder wie? Hey. Hier bringen die Fackeln eigentlich anscheinend nichts unter der Erde. Ist eigentlich ziemlich schade an sich. Ein Zombie klopft an. Kann dir mal einer das Maul stopfen. Nerviger Zombie. Oh, war hier nicht noch ein Dings offen? Und was reingefallen? Da steckt mein Kopf in einem Eisblock fest und ich sterbe wieder. Stimmt, darauf kann man ja keine Fackeln setzen. Und weg hier. Unter Wasserfackeln auch Wärme, also die Kürbisse auch Wärme verbreiten, könnte man nämlich ein. Naja. Puh. Ach, das war der, der angeklopft hat. Ach Mann, jetzt habe ich gar keine Dings dabei. Wow. Bleibt schön im Schussfeld vom Schneemann. Das hört sich an wie eine Bogensehne, wenn er wirft. Dankeschön. Die sind auf jeden Fall eine schöne Ablenkung für die anderen.
Ach ja. Oh, das sieht doch schön aus. Hier, die haben richtig satt, richtig dick Wasser. Die hier sind sogar schon gewachsen, und zwar alle gleichzeitig. Gleich mal 10 Getreide. Kann ich zwar nicht rund was mit anfangen, aber wenn ich 12 habe, dann. Uah! Scheiße. Blöde Tür, wieso ist die nicht zu? Wieso war die so. Da! Wieso hat den keiner abgelenkt von euch? Hä? Schweres Versagen. Schlechtes Dienstpersonal. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt mal meine. Ach ne, hier war meine Fackel. Und hier war die andere. Ah, ein Schwein. Nicht in meine Wohnung. Nicht in meine Wohnung. Du auch nicht. Bleib draußen. Ja, zumindest habe ich die Tür behalten können. Hey! Meine Wohnung ist voll Schnee, ihr Saftsäcke. Boah, das gibt's ja nicht. Machen die mir meine Wohnung voll mit Schnee? Sekunde mal, da bleibst du auch. Auch das hab. Das glaube ich doch jetzt nicht. So, genau. Und so bleibt's jetzt. Das ist ja jetzt hier. Mein Gott, da gibt bald eine Anzeige. Eine Unterlassungsklage. Oh. Schwein hat wehgetan. So, und jetzt müssen wir wieder die Fackeln aufhängen. Und die Bäume pflanzen. Genau, und das passt doch jetzt mal. Stufen habe ich ja auch dabei. Jetzt habe ich hier überall Schnee. So. Alles klärchen. Dann fangen wir mal an mit den Türen. Haben wir noch ein bisschen Holz. Und hier haben wir noch ein bisschen Holz. Stimmt. Sand. Sand haben wir auch dabei. Da können wir ja gerade 7, 8 Kohle. Und den restlichen Sand tun wir hier rein, weil der hier auch relativ rar ist. Also selten. Für die, die das nicht so kennen. Ja, jetzt brauchen wir erstmal Türen. Türen. Ich denke mal, 16 Türen werden reichen. Ein Glück passt das gerade so. Auf jeden Fall ist es schon mal schön, dass wir zwei Schweine hier haben. Zumindest eins, was ich sehe. Das andere dürfte unten drin sein. Da sind aber ich muss unbedingt mal Tiere reinlocken. Okay, Creeper. Okay, jetzt werden die erstmal mit Türen.